Und hier holen wir uns mal den nächsten. Okay, da gehen wir natürlich jetzt wieder anders vor. Oh, scheiße. Ja, da habe ich jetzt vergessen, den guten Alex MP zurückzugeben. Das machen wir hinterher. Das bedeutet, er muss jetzt so angreifen. Du machst einen Blitzangriff. Mia, du machst einen Eisangriff auf alle. Kyle geht auf diesen Typ hier. Und Jessica macht mal eine Heilung. Summon Elemental Power. Check this out. So, mal schauen. Der eine dürfte jetzt schon mal Geschichte sein. Der zweite auch. Jetzt kommt er mit seinem roten Drachenfeuer hier. Yee, Electric Charge. Das ist böse. Paralyse mag ich überhaupt nicht. So, Alex erledigt den erstmal. So. So, und das bringt ja nichts. Moment. Naja, egal, trotzdem drauf. Nee, Moment. Trotzdem, ist egal. Jetzt, das müsste da auch gehen. Check this out. Jo. Er ist weg. Der dürfte jetzt auch gleich weg sein. Jawohl. Und der auch. Sehr gut. So, wie sieht's aus? Ah, wir bräuchten mal ein bisschen geringere Heilung. Moment, da habe ich eine Idee. Ein Heilzauber auf Nash. Und einer auf Mia. Und da haben wir wieder einen netten Freund. Okay, da geht's auch nicht zurück. Überlege gerade, wo wir zuerst hingehen. Ach, jetzt kommen die Typen hier, diese Todestypen. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, dem... Oh, nee, dem Alex die Magie zu geben. Ja, kann ich nichts machen. Dann halt so. Und wir machen mal hier so. Und Angriff. Schauen wir mal, ob wir was reißen können. Ja, die stecken ja gut ein hier. Einer schon mal weg. Oh, da hätten wir gar nicht den Sonic Riser machen brauchen. Sehr gut. Kommt auch nicht mehr dazu. So, aber jetzt denke ich dran. Jetzt kriegt Alex neue MP. So, wo sind die Weißen? Hier, komm. Einmal Vollheilung hier. MP, Vollheilung. So, was willst du denn? Du kriegst auch noch aufs Maul. Ach, herrje. Okay, dann machen wir jetzt wieder hier, komm. Gegen alle. Dann sind die schon mal erledigt. Dann gibt es noch hier ein Blitzgewitter auf den Typen.
auf denen die Flammengeschichte und hier Kyle haut nochmal drauf. Jessica haut auch nochmal drauf und dann sollte das gehen. Ja, wahrscheinlich sind sie jetzt schon alle weg. Bis auf einen, okay. Jo, das war's. Neues Level für Alex. Sehr schön. Oh, was ist denn hier los? Blau bedeutet, hier geht's... Ja, hier kommen wir in Abkürzung. Da geht's einen höher, okay. Und hier ist das nächste Monster. Okay, dann machen wir die gleiche Prozedur wie eben. Das dürfte ausreichen. Check this out. Mal schauen. Jawohl, bleibt wieder nur noch einer. Und den erledigt Jessica mit einem Minischlag. Läuft er hier wie am Schnürchen. So, gleiche Prozedur. Das kennen wir ja jetzt alles schon. Okay, das könnte ich jetzt auch rausschneiden für euch, aber wie gesagt, es geht ja schnell. Ich habe auch keine Lust andauernd Aufnahme anzuhalten, wieder zu starten. Hinterher rausschneiden finde ich noch blöder. Einer ist jetzt schon weg, jetzt kommt der Flashcut und... Jups. Läuft immer gleich ab, der Kampf hier. Und gibt ordentlich XP. Und Kyle ist aufgestiegen. Sehr gut. Ah, jetzt müssen wir gleich mal schauen, was wir hier noch reißen können. Okay, hier geht's nach oben. Das wollen wir noch nicht. Ach, hier ist ja noch ein Monster. Okay. Ach komm. Die haben wir vorhin so platt gekriegt, das schaffen wir diesmal auch. By the power of Athena. Die sind ja eigentlich gegen alles anfällig hier. Check this out. Und zack, zack, jetzt werden sie alle sterben. Ja, Galleon, du kannst uns nicht aufhalten, mit welchen Monstern oder Truppen auch immer. Wir kommen und treten dir so richtig in die Fresse da. Das wirst du noch erleben, mein Freund. Ich glaube, hier kommen wir an, wenn wir in diese eine Röhre da links steigen. Aber probieren will ich es trotzdem, bevor ich ganz nach oben gehe. Was ist denn hier eigentlich? Komm, da gehen wir jetzt mal rein. Ach komm, die sind ja einfach. Das machen wir jetzt mal komplett ohne Magie. Muss auch mal drin sein. Okay, einer ist noch über. Oh Gottchen, dann lache ich doch drüber. Das war's. Mia hat dich erledigt.
Und Jessica bekommt ein Level. Mal gucken, wie hoch unser Level jetzt eigentlich mittlerweile ist hier. Da, 43. Müssen auf jeden Fall noch ein bisschen powern, bevor wir dann weitermachen. Schauen wir mal. Oh, hier sind noch mehr Monster. Ja, egal, die machen wir jetzt auch noch platt. Immer schön platt machen. Und das ist eine relativ einfache Geschichte. So. Das dürfte ausreichen. Jetzt können wir Nash bald mal neues MP-Futter geben. Wir wollen ja hier diese Siege gegen die Monster hier mal richtig auskosten, kurz vor Galleon. Und Mia steigt ein Level auf. Yo. Oh, ihr seid doch alle Luschis hier. Ihr seid doch alle Luschis. So, euch mache ich jetzt so wieder platt. Dann brauche ich gar nichts anderes zu machen. Da gehen wir einfach nur noch drauf. Ja, mal eins von Kais Sprüchen zu zitieren. Ich möchte mal wissen, was für ein Gesicht Galleon machen wird, wenn wir vor ihm auftauchen. Und ihm so richtig die Fresse polieren. Und wir haben ein Starlight bekommen. Das ist sehr schön. Ja, aber einfach wird's, glaube ich, nicht gegen Galleon. Außer wir sind jetzt richtig overlevelt. Ja, gehen wir mal hier rein. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Kommen wir hier wieder hin. Okay. Ich vermute mal, wir können jetzt, da waren wir ja auch schon, ich vermute mal, wir können jetzt in das nächste Stockwerk gehen. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo der Aufgang war. Hier war er jedenfalls nicht. Jetzt muss ich den erst wieder suchen. Hier war er. Schauen wir mal hier nach rechts. Nein, hier sind wir hier wieder. Hier haben wir alles erledigt. Das heißt, wir begeben uns schnurstracks ins nächste Gebiet. Kurze Pause mal. Ja, Leute, mir ist eben aufgefallen, dass die Zeit doch schon fortgeschritten ist. Und das bedeutet, an dieser Stelle beenden wir diesen Part. Wir sind mitten in der Grindery auf dem Weg, um Galleon mal unsere Meinung zu sagen und ja nicht nur das, ihn zu Fall zu bringen. Wir werden jetzt speichern und dann geht es beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Luna Silver Star Story Complete. Ich werde jetzt auch auf nochmal zur Sicherheit hier auf beiden Seiten speichern. So, komm mal her hier. Hier, Tabens Tower. Dann mal zurückschalten. Ja, Freunde, das war Luna Silver Star Story Complete. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Luna Silver Star Story Complete und Galleon ist tot. Ja, okay, Wunschdenken. Ja, macht's gut, ciao, euer Dreambird.